Hallo, wir von Beamershop24 möchten euch heute in unserem Unboxing-Video den Epson EBW12 vorstellen. Der Epson EBW12 ist mit seiner Widescreen-Auflösung und mit seinem digitalen HDMI-Anschluss ein sehr interessantes Multimedia-Gerät. Man kann ihn sowohl für den Einsatz im Büro, aber auch für den Einsatz zu Hause einsetzen. Er wird auch ganz gerne genommen, wenn es jetzt um den Bereich Einstieg ins Heimkino geht oder gerade auch bei Heimkino ist er sehr beliebt. Gucken wir uns mal an, was da alles mitgeliefert wird. Wir haben einmal die Fernbedienung mit Batterien, ein USB-Typ-B-Kabel, das Netzkabel und ein VGA-Kabel. Wie wir sehen, wird er auch mit einer Tasche geliefert. Natürlich ganz praktisch, denn mit seinen 2,3 Kilo auch für unterwegs genutzt werden kann. Ist auch noch ganz kompakt, das Gerät. So. Wie bei Epson typisch handelt es sich um einen LCD-Projektor. Wir arbeiten hier mit 2800 Lumen, womit man das Gerät auch in Räumlichkeiten einsetzen kann, die jetzt nicht so super verdunkelt werden müssen. Wir haben jetzt bei dem Gerät die 1280x800er Auflösung, die dann gleich auch die 1280x720 mit abdeckt, was natürlich dann gleich HD-ready ist, in Verbindung mit dem digitalen HDMI-Anschluss. Und der Kontrast von 3000:1 wird auch nochmal über die interne Blende gestärkt, wodurch wir auch schon einen sehr guten Schwarzwert bekommen. Von der Optik selbst her lässt er sich in etwa so einstellen, dass wir eine 2 Meter Bildbreite bei einer Entfernung zwischen 2,60 bis 3,10 Meter erreichen, sodass man das Gerät auch flexibel positionieren kann. Wie man hier auch erkennen kann, lässt er sich auch an einer Deckenhalterung befestigen. Hierfür würde ich jetzt aus unserem Sortiment die Multicell 1200W oder zum Beispiel Multicell 1500 Pro empfehlen, je nachdem, was für einen Qualitätsanspruch man hat. Wie man sieht, die Bedienung des Gerätes kann einmal neben der Fernbedienung auch noch auf der Oberseite durch die typischen Knöpfe erfolgen. Gucken wir uns mal an, was das Gerät für Anschlüsse hat. Da haben wir einmal den HDMI-Anschluss für die Zuspielung von digitalen Medien, gerade für die WXGA-Auflösung. Im Zusammenspiel mit der HD-Ready-Auflösung ist er natürlich unverzichtbar. Dann haben wir hier den VGA-Anschluss zum Anschluss an einen Computer oder an ein Notebook. Dann haben wir einen USB-Typ-B-Anschluss, der hier den 3-in-1-Anschluss vereint für die Übertragung von Ton, Bild und Steuerungssignalen. Wobei die Bildübertragung qualitativ leider nicht so gut ist wie beim VGA- oder beim HDMI-Anschluss. Dann haben wir den USB-Typ-A-Anschluss. Hierüber können wir von einem USB-Stick JPEG-Dateien abspielen, also praktisch eine Dia-Show ablaufen lassen. Dann haben wir hier den S-Video und den Cinch-Video-Anschluss für ältere Videogeräte. Und hier haben wir noch den Stereo-Cinch-Eingang, um den internen Lautsprecher beschicken zu können. Somit lässt sich sagen, ist der Epson EBW12 ein sehr interessantes Multimedia-Gerät, sei es jetzt für die Nutzung im Büro, aber auch zu Hause. Und natürlich, wie eben auch schon mal angemerkt, seitens der Größe und des Gewichts auch für unterwegs geeignet. Wir hoffen, wir konnten etwas Lust auf das Gerät machen und hoffen, dass wir uns beim nächsten Unpacking-Video wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.